Und solche Auswege sind also somit auch möglich. Das aber nur, weil uns dieser Operator das zur Verfügung stellt. Aber dazu kommen wir später. Wir werden das genauer kennenlernen, wie das eigentlich funktioniert. Mit den Datentypen muss man nicht mehr C-typisch auf das richtige Formatzeichen achten. Damals mussten wir bei printf das Formatzeichen mit eingeben und sagen, hier, ich möchte jetzt bitte ein Double ausgeben und dann mein Double ausgeben. Hier basieren wir eigentlich immer auf Char, das heißt, wenn ich dann irgendwann sowas mache, intern werde ich hier in dem Stream entsprechend einen ASCII-Wert 5 drinstehen haben und dementsprechend ist jedes einzelne dieser Zeichen ein Character. Dass ich mir da auch einzeln entsprechend rausfischen kann. Und ja. Könntet ihr es euch so vorstellen, ihr habt einen Fluss und da habt ihr diese Zeichenkette. Das kommt als Zeichenkette in dem Fluss liegen und wenn ihr jetzt eine Angel auswerft, könnt ihr die einzelnen Buchstaben rausfischen. Ja, gut, dann machen wir an der Stelle mal weiter. Die Ausgabe mit C-Error, die überspringen wir an der Stelle erstmal. Wir wollen uns primär mit C-In und C-Out beschäftigen. Die Eingabe mit C-In. Wollen wir etwas von der Standardeingabe, also die Tastatur, einlesen, so erfolgt dies mit C-In und dem Operator dazu. Und zwar diesem hier. Ein Beispiel dazu. Ich habe Integer Zahl. Da ich ja immer darauf achte, gleich zu initialisieren, wir wollen saubere Werte haben. Hier steht in Zahl irgendwas. Hier haben wir dafür gesorgt, dass wir einen sauberen Wert haben. Und dann fangen wir doch mal einfach an, ein Programm zu schreiben, das ein C-In haben möchte. Bitte geben Sie eine Ganzzahl ein. So. In der Regel gilt, wenn wir in C++ programmieren und wollen irgendeinen Wert einlesen, müssen wir natürlich vorher den Benutzer darauf hinweisen, dass wir etwas von ihm haben wollen. Sonst blinkt später der Cursor und kein Mensch weiß, was passiert eigentlich, was erwartet das Programm von mir. Wenn ich dies hier jetzt wegließe, habe ich dann so ein Programm, dass hier das Programm jetzt offen ist, der Cursor hier blinkt und kein Mensch weiß, was eigentlich alles los ist. Das ist natürlich nicht wirklich sauber. Das heißt, in der Regel, wenn ihr was von Benutzer haben wollt, dann gebt ihm bitte Informationen, was ihr von ihm überhaupt haben wollt. Das ist schon aussagekräftiger. Bitte geben Sie eine Ganzzahl ein und ich als User weiß, ach ja, okay. Ganzzahl eingegeben und fertig. Das heißt, diese eingegebene Zahl wurde jetzt in die Variable Zahl geschoben und die kann ich jetzt ausgeben. Vielen Dank. Ihre eingegebene Zahl lautet und Zahl. Ein Endline. Lassen wir ausführen. Gebe jetzt ein die 110. Vielen Dank, Ihre eingegebene Zahl lautet 110. Voila, das ist CN, so funktioniert CN. Gleiches natürlich mit anderen Typen. Haben wir einen Character, mein Buchstabe. Das kopiere ich mir mal. Bitte geben Sie Buchstabe ein. Bitte geben Sie einen Buchstabe ein. Dann will ich natürlich das, was ich hier in der Tastatur abtippe, soll reingeschoben werden in die Variable mein Buchstabe. Und das gebe ich natürlich hier aus. Hier habe ich jetzt jede Menge C aus. Das heißt, ich kann mir diesen hier sparen. Und hier den Semikolon weg und kann entsprechend hier wieder verketten. Damit ich es übersichtlich mache, kann ich das natürlich auch so machen. Und
Und so sehe ich, hier wird das wieder ausgegeben, dann wird Zahl ausgegeben, dann wird eine neue Zeile erzeugt, dann wird diese für Zeile ausgegeben, dann wird Zahl ausgegeben, dann wird eine neue Zeile erzeugt. Ausführen lassen. Und hier will ich eine Zahl angeben, einen Buchstaben angeben. Vielen Dank. Ja gut. Ich habe meine Ausgabe nicht angepasst. Ich will ja hier nicht mal Zahl nochmal ausgeben, sondern ich will meinen Buchstaben ausgeben. Ach, das muss ich natürlich auch anpassen. Vielen Dank. Der angegebene Buchstabe lautet die eingegebene Zahl lautet, der eingegebene Buchstabe lautet. Einsatz 0 oder 111 ist ja auch egal. Ein O. Vielen Dank, die eingegebene Zahl lautet 111. Vielen Dank, der eingegebene Buchstabe lautet O. In dem Fall ist ein O, das ist jetzt etwas bisschen blöd mit den O und 0. Ein blödes Beispiel, ich mache es lieber nochmal. 111 und nix. So. Ich kann natürlich auch hier Zahlenwerte eingeben, klar. Weil wir haben hier eine ASCII-Tabelle eigentlich hinterlegt und es gibt hier für die Zahl, das wird als Zahl interpretiert, auch wenn es in Streams Char-Werte sind, wie dieser Eingabeoperator hier, versuchen aus dieser Char-Kette, die ich jetzt habe, 111, eine Zahl draus zu machen und es kriegt er hin. Aus der 111 macht er eine Zahl, weil es diese Char-Reihe, dieses Char Verkettung 111 in eine Zahl um und weist es hier zu. Und Buchstaben kann ich natürlich auch eine Zahl eingeben und dann wird der ASCII-Wert von 5 genommen und dementsprechend funktioniert das auch. Das heißt, statt Buchstabe habe ich hier entsprechend, eigentlich müsste es sagen, geben Sie einen Char-Wert ein oder Character oder geben Sie überhaupt eine Ziffer ein. Die 5 wird intern sozusagen als, ja, der ASCII-Wert wird verwendet und hier haben wir einen wirklichen Integer-Wert von 111 eingegeben, haben wir zwar hier jede Menge Character, also Zeichen haben wir eingegeben. Character könnt ihr verwenden für ein Synonym als Zeichen. Wenn wir uns auch mal auf unsere Tastatur blicken, sehen wir überall Zeichen. Ob Buchstabe, ob Sonderzeichen, ob Zahlen, das sind alles Zeichen, die wir auch hier eingeben. Das wird auch als Zeichen intern verwendet. Und dann wird versucht, über den Eingabeoperator diese Zeichen in den entsprechenden Typ umzuwandeln. Und Basis standardmäßig ist dieser Typ natürlich verfügbar für Integer, verfügbar für Character. Das heißt, wir haben da diesen Operator nicht selbst geschrieben, wir verwenden ihn einfach. Das liegt einfach daran, dass er schon existiert. Und der sorgt in Verbindung mit Integer einfach dafür, hier, der Benutzer möchte einen Integer haben. Ich versuche mal aus der Eingabe ein Integer zu basteln. Und das funktioniert, solange ich Ziffern eingebe und keine Buchstaben. Hier haben wir die ASCII-Werte Ziffer eingegeben. Hier kann ich auch Ziffer eingeben. Was passiert da? Diese komplette erste Reihe wird umgewandelt in eine Ganzzahl. Das hat funktioniert. Zweite Zeile habe ich eingegeben 334. Was ist passiert? Ein Character kann nur ein Zeichen annehmen. Das heißt, in dieser Eingabe hier, was ich hier in dieser Zeile habe, wird auch der erste Zeichen verwendet. Die anderen Zeichen bleiben einfach in meinem Eingabespeicher sozusagen liegen und der erste Zeichen wird dann entsprechend meinem Buchstabe zugewiesen und das kriege ich ausgegeben. Und warum diese so arbeiten und was dahinter steckt, das werden wir auch noch näher kennenlernen. Die Operatoren funktionieren einfach so, dass sie möglichst fehlerfrei trotzdem ihre Arbeit tätigen können. So. Wir werden natürlich im Zusammenhang mit den C-In noch sehr schöne Konstrukte zusammenbasteln. Verwendung mit Kontrollstrukturen if und else. Was wir jetzt als nächstes kennenlernen. Beziehungsweise, was sagt uns das Buch? Wir haben hier Operatoren, plus, minus, mal geteilt und den Modulo-Operator. Ich glaube, das schiebe ich eigentlich. Ja, das macht durchaus Sinn, das vorzuschieben. Bit-Operatoren und dann kommen wir endlich zu den Kontrollstrukturen. Gut, also C-In, mit C-In werden wir noch weitere schöne Sachen machen, dass wir hergehen und sagen if, denn wenn diese Eingabe erfolgreich ist, kriegen wir einen Boolean-Wert zurück. Das heißt, wir können, das hat mehrere Gründe, warum das so ist. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir, wenn wir hier eine
Kontrollstruktur zusammenbasteln. Und da können wir, sind wir in der Lage, dank dem, ja, dank dem Luxus, dass dieses Objekt ein True zurückliefert oder False, je nachdem, ob diese Eingabe erfolgt ist oder nicht. Eigentlich tut dieser Zugriffsoperator einen Boolean-Wert zurückliefern, von wegen hier, ich habe sauber funktioniert, ich habe nicht sauber funktioniert. Und diesen Wert können wir direkt als Bedingung verwenden, indem wir solche Beispiele machen. Das heißt, ich habe hier eine Eingabeaufforderung und zugleich ist es meine Bedingung, die geprüft wird. Das heißt, ich muss nicht extra hier Zahl 1 einlesen und dann hier nochmal prüfen, ob die Einlesung korrekt war. If einlesen, okay. Beispielsweise, das wäre zum Beispiel ein Boolean-Wert, das dann anhand eines Algorithmus prüft, ob das richtig war. Mit Streams arbeiten macht unheimlich Spaß und wir werden kennenlernen, welche tollen Anweisungen wir hiermit zusammenbasteln können. See out. Eingabe lief super. Eingabe lief super. Das macht eigentlich keinen Sinn, hier das jetzt komplett stupide abzutippen. Eigentlich sollte es ja nur kurz was ankratzen und das später auch intensiv benutzen werden. Eingabe war, naja, nicht so prickelnd. Oder auch einfach nur, war total daneben. War total daneben. So. Und das ist einfach wunderbar, mit solchen Streams zu arbeiten. Gut, aber zu den Kontrollstrukturen, die ich jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal mittlerweile angezeigt und angegeben habe. If else. If heißt nur, wenn das hier zutrifft, was in deiner Klammer steht, mach diesen Anweisungsblock. Oder das, was hinter dieser Zeile steht als nächstes. Ach komm, mach mal sauberer. Ansonsten mach bitte diese Anweisung. So sieht eine Kontrollstruktur aus. Da können wir ein bisschen einen Kontrollfluss in unser Programm bringen. Aber wie gesagt, dazu später noch genaueres. So, in diesem Kapitel haben wir gelernt, mit CNCOut zu arbeiten, wobei wir nichts Neues gelernt haben. Wir haben nur näher kennengelernt hier, das sind die C++ ein Ausgabestream schlechthin. Dementsprechend haben wir bisher immer noch nicht mit C gearbeitet und in C programmiert, sondern wir sind wirklich von Anfang an in C++. Ja. Soweit war es das wieder an der Stelle. Als nächstes lernen wir kennen die Operatoren. Plus, minus, mal geteilt durch Modulo. Wir lernen kennen, wie wir in der Lage sind, einzelne Zeichen und sogar ganze Zeichenketten einzulesen. Da gibt es eine schöne Funktion, die nennt sich Getline, wo wir eine ganze Zeile einlesen können oder auch einzelne Zeichen. Ich habe ja vorhin gezeigt hier. Tja. Hier haben wir jetzt das Problem. Ich gebe mal keine Aufforderung, was eingeben werden soll. Hier habe ich das Problem. Ach komm, see out. Machen wir vorher eine New Line. So, hier habe ich das Problem, wenn ich irgendwas eingebe, ich kriege nur S ausgegeben. Warum ist das so? Naja, ich habe gesagt, ich will ein Char eingelesen haben und der Rest bleibt im Ausgabe- bzw. im Eingabepuffer. Der Puffer oder auch Speicher, die Tastatur hat einen Tastaturspeicher und diese restlichen Charakterzeichen verbleiben einfach in dem Stream. Das heißt, diese Anweisung hier hat nur ein Char eingelesen. Ich kann jetzt hergehen, mit einem Ausdruck sagen, jetzt die restlichen Zeichen haben möchte, kann ich das so machen, dass ich sie weiter einlese, in weiteres in. Das heißt, so etwas. Ich werde dann nicht mehr gefragt, geben Sie bitte sie in einen Charakter ein, sondern ohne die Aufforderung. Ach, da hat jetzt was nicht funktioniert.
weil ich das Programm wieder nicht geschlossen habe. So, was passiert hier jetzt an der Stelle?